Hallo und willkommen bei MacManiacs. Ich bin Holger und heute geht es um das Devolo Magic 2 Triple LAN Set, ein Powerline Set mit drei Ethernet-Schnittstellen. Mehr im folgenden Video. Das Devolo Magic 2 Triple ist also ein Powerline-Adapter mit drei Ethernet-Ports, Gigabit-Ethernet-Ports, der bis zu 2400 Mbit pro Sekunde Datentransferraten schaffen soll, sagt der Hersteller auf seiner Verpackung, und es sei der schnellste Powerline-Adapter der Welt. Das werden wir dann gleich im Kapitel Performance betrachten. Wenn wir uns die Verpackung anschauen, da ist nur Karton drinnen, ein 2 Meter langes Netzwerkkabel, eine Kurzanleitung und natürlich der Powerline-Adapter, den wir hier sehen. Das ist also der Triple-Adapter mit drei Ethernet-Schnittstellen, der bis zu 3,6 Kilowatt hier weitergeben kann auf die Steckdose. Die ist übrigens nicht geschaltet, das heißt, ihr könnt die nicht steuern oder ins Smart Home integrieren, aber ihr verliert keine Steckdose, wenn ihr das Ding irgendwo installiert. Hardwaremäßig ultrasolide gebaut, nicht mal Sicherheitsschrauben hinten, ganz normale Torx-Schrauben, finde ich gut gemacht. Ziemlich dick, trägt also ziemlich dick auf, also falls ihr den Anwendungsfall habt und vielleicht Powerline so installieren möchtet, dass man sie nicht zieht oder dass es in einem Kasten installiert ist, dann habt ihr hier vielleicht Probleme, weil es doch relativ voluminös ist in der Praxis. Da würde ich mir wünschen, dass der Hersteller bald mal eine etwas kleinere Variante auf den Markt bringt. Verpackung, also alles dabei, was man möchte, Hardware solide und gut, Installation auch sehr, sehr einfach, denn grundsätzlich steckt ihr einfach diese beiden Powerline-Adapter in die jeweilige Steckdose, direkt in die Steckdose, nicht an Verteilerstecker, deswegen ist die Größe auch relevant, denn wenn es direkt an der Steckdose hängt, dann ist man nicht ganz so flexibel wie mit Verteilersteckdosen. Das ist wichtig, denn das Powerline-System moduliert ja das Internetsignal auf den Strom, führt so weiter jetzt ins Detail zu gehen, moduliert es da drauf. Und wenn ihr dann irgendwelche Sachen dazwischen geschaltet habt, zum Beispiel auch Steckdosen mit Überspannungsfilter und so, würde das gar nicht mehr funktionieren oder sehr, sehr schlecht funktionieren und die Leistung würde darunter deutlich leiden. Man steckt es also an, die zwei reden dann gleich miteinander aus der Verpackung und pairen sich, dann wird das Ganze verschlüsselt, verbunden und dann könnt ihr da schon Daten zwischen den einzelnen Adaptern übertragen. Ihr könnt das Internet in jeden beliebigen Powerline-Adapter einspeisen, das heißt, es ist ganz irrelevant, ob ihr den jetzt hier ansteckt und den Router an diesen Adapter oder an den einen Adapter mit der einen Ethernet-Schnittstelle ansteckt, das ist ganz egal. Die schnapsen sich das mit dem Router aus und dann funktioniert das auch und das Internet wird verteilt. Ebenso einfach, wenn ihr einen weiteren Adapter in den Powerline-Verbund einfügen möchtet, dann steckt ihr den einfach an, wartet bis er weiß blinkt und dann drückt ihr auf einen beliebigen anderen Powerline-Adapter einfach hier auf den Pairing-Button und dann blinkt es eine Weile weiß bis zu ein paar Minuten. Bei mir ging es meistens sehr, sehr schnell, so 30 Sekunden und dann sind die verbunden und das Ganze läuft und habt ihr euer System erweitert. Zum Beispiel mit einem weiteren Triple-Adapter oder auch mit dem Magic 2 Wi-Fi, den habe ich vor fast einem ganzen Jahr getestet. Verlinke ich euch übrigens da oben, da gibt es auch eine Kurz-Review zu dem Magic 2 Wi-Fi-Adapter von damals. Installation also sehr, sehr einfach. Ihr könnt es auch übrigens zurücksetzen, indem ihr einfach diese Taste so lange gedrückt haltet, über 10 Sekunden, bis es dann rot blinkt und dann neu startet. Dann wäre der auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn euch das Video gefällt, dann klickt bitte unbedingt auf den Like-Button und auf den Abo-Button, um den Kanal kostenlos zu abonnieren und natürlich auch auf das Glöckchen-Symbol, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Video erscheint. Ihr habt es auch bemerkt, bei der Installation ist eigentlich Software gar nicht notwendig. Das ist grundsätzlich eine sehr feine Sache, würde ich mal sagen, denn die Devolo Software ist nach wie vor nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Fairerweise muss man sagen, die tut, was sie soll. Wenn ihr das Devolo Cockpit installiert, dann tut es, was es soll. Es zeigt euch den Status aller der sich im Powerline-Verband befindlichen Geräte an. Es zeigt euch die Geschwindigkeit unter den Geräten an. Ihr könnt dann die einzelnen Kurzkonfigurationsseiten aufrufen, um zum Beispiel Namen für die Geräte zu vergeben. Und ihr könnt die Webbrowser-Konfigurationsoberfläche des jeweiligen Powerline-Adapters aufrufen. Diese Web-Oberfläche ist super gemacht, die funktioniert ganz, ganz toll, die ist flott, die ist übersichtlich, die ist klar strukturiert, die ist gut lesbar. Also da überhaupt keine Mängel, aber diese Cockpit-Software, die ist nicht mal Retina, die ist seit mindestens 5 Jahren unverändert, zumindest optisch. Abgedatet wurde sie, weil sonst würde sie mit Catalina nicht funktionieren, das haben sie mittlerweile gemacht. Es gibt dann auch eine Smartphone-App, die man runterladen kann, die ist aber noch nicht 100% kompatibel zum Zeitpunkt, da ich das aufzeichne, mit den Triple-Adaptern, deswegen gehen wir da jetzt besser nicht darauf ein. Diese Smartphone-App ist aber auch eher so eine Art Web-Oberfläche, denn
im Endeffekt, wenn ihr einen Adapter anklickt, kommt ihr wieder in diese Web-Oberfläche. Die wurde allerdings zwischenzeitlich auch verbessert, denn ich habe damals im Magic 2 Wi-Fi Review Video ja gesagt, dass das noch nicht so richtig angepasst ist ans Web. Das ist mittlerweile verbessert. Wenn ihr diese Konfigurationsseite am Smartphone aufruft, dann könnt ihr alles steuern, ohne dass irgendwas abgeschnitten ist. Also das ist grundsätzlich auch schon besser geworden. Aber alles in allem ist es einfach kein Aushängeschild für Devolo. Für neue Kunden dann diese Cockpit-Software verwenden zu müssen, die einfach aussieht wie aus den 90ern. Ein kleiner Tipp noch am Rande, und das ist der Fakt, mischt nicht die Magic 2 Adapter, egal welchen, mit den 1200ern. Falls ihr so das alte Devolo-System noch im Einsatz habt, mischt die beiden Systeme nicht. Das funktioniert technisch, aber dann habt ihr von der erhöhten Geschwindigkeit von diesem Magic 2 System nichts. Das ist leider so quasi ein Nachteil, den man hat, wenn man die Systeme mischen möchte, und ist natürlich auch eine Kostenfrage, denn wenn ihr aus Geschwindigkeitsgründen das alte System austauschen möchtet, dann müsst ihr das komplett austauschen. Wenn ihr da 5 Adapter im Einsatz habt, dann geht es richtig schnell ins Geld. Also das sollte man bedenken, wenn man plant, auf Magic 2 umzusatteln. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum wichtigsten Thema, der Performance des Magic 2 Powerline Systems. Also, 2400 Mbit pro Sekunde sagt der Hersteller, soll das System können? Leider nicht ansatzweise. Ich habe das mit mehreren Adaptern im Haus getestet. Ich komme jetzt irgendwie ein Stockwerk drüber, habe ich dann so irgendwie, muss mal schauen, was ich mir aufgeschrieben habe, 63 Mbit pro Sekunde, Stockwerk drunter und im Keller dann zwischen 80 und 90. Wenn ich große Dateien transferiere, dann eher so an die 100 Mbit pro Sekunde. Das ist eine solide Leistung. Das ist für mich okay persönlich, aber halt auch lange nicht das, was der Hersteller angibt. Natürlich ist es eine Bis-zu-Angabe und natürlich hängen die sich damit nicht so weit raus. Aber als Kunde, wenn ich in den Doofmarkt gehe zum Beispiel und will mir sowas kaufen und packe das dann ein und ich denke mir, oh, da schließe ich jetzt mein NAS an und da kann ich schnell Dateien transferieren und da kann ich vielleicht auch sogar Dateien transferieren, wenn ich einen Videoschnitt mache. Und dann steckt man das an und dann kommen da bei 100 Mbit raus. Dann ist es nicht das, was ich erwartet habe. Und das ist dann natürlich eher schlecht. Deswegen, man muss natürlich die Technik von Powerline verstehen. Das ist, wie gesagt, sehr stark abhängig von den Leitungen, dass man eben eine höhere oder niedrigere Geschwindigkeit erreicht. Aber das ist dann natürlich eher mau. Ich habe es dann letztlich auch nur getestet mit Transferraten ins Internet und vom Internet. Meine Leitung gibt 150 Mbit her. Die konnte ich nicht erreichen damit. Deswegen, das ist also das, was in meinem Test rausgekommen ist. Wenn ihr die Ethernet-Ports direkt zum Beispiel an dem Adapter, der am Router bei mir hängt, anschließt, dann habt ihr die volle Leistung. Also es ist definitiv eine Limitation in meiner Hausinstallation und mit der Powerline-Technik. Wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht es vielleicht zu testen, vielleicht könnt ihr das irgendwo ausleihen, dann seht ihr tatsächlich, welche Geschwindigkeiten bei euch möglich sind und dann könnt ihr abwägen, wie gut oder schlecht das System gegebenenfalls bei euch funktionieren würde. Was man ebenfalls bedenken muss bei Powerline, es ist schneller, wenn ihr große Datenmengen transferiert, wenn ihr Powerline zum Streaming verwendet, wenn ihr ein zum Beispiel 5 GB Videofile auf ein NAS schiebt, dann steigt die Geschwindigkeit langsam an und wird optimiert vom System, dann könnt ihr da höhere Transferraten erreichen, als wie wenn ihr ganz viele kleinere Dateien transferiert. Das ist aktueller Stand der Dinge, das ist nun mal so, das muss man aber bedenken für den jeweiligen Anwendungsfall eines Powerline-Adapters. Kommen wir also zum Fazit des Devolo Magic 2 Triple LAN Adapters. Ich bin grundsätzlich zufrieden, also nicht falsch verstehen. Ich finde die Software schlecht designt und ich finde, dass das Werbeversprechen der Leistung etwas sehr stark überzogen ist, aber grundsätzlich, die Dinger funktionieren. Die könnt ihr in die Steckdose stecken, ihr richtet das einmal ein und dann habt ihr an dieser Stelle da, keine Ahnung, zum Beispiel unterm Schreibtisch, eine Netzwerksteckdose, die funktioniert und in meinem Fall liefert sie fast die Geschwindigkeit, die mein Internet Service Provider zur Verfügung stellt. Alles in allem sehr, sehr zufrieden. Preislich ist es nicht eben günstig, also das Starter-Set liegen wir bei ca. 140 Euro, ein zusätzlicher Adapter liegt bei 79 Euro und wenn ihr einen Wi-Fi, einen Magic 2 Wi-Fi Adapter möchtet, liegt er bei 130 Euro circa. Also es ist nicht ganz billig, es ist aber auch nicht wirklich so überzogen teuer, dass man sagen müsste, das kann man sich nicht mehr leisten und man hat vor allem eine Möglichkeit, ohne sehr anfällige Funkstrecke Internet tatsächlich in jeden hintersten Winkel des Raums und des Hauses zu bringen, speziell auch dort, wo einfach nur eine Steckdose, aber keine Netzwerksteckdose ist. Also alles in allem, nach wie vor ist das Devolo Magic 2 System empfehlenswert, allerdings solltet ihr nicht viel von dem Werbeversprechen der erreichbaren Geschwindigkeiten glauben.
In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum Devolo-System oder andere Fragen habt, schreibt es einfach unter das Video in die Kommentare. Ich würde mich freuen und ich versuche auch alles zu beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Ciao, ciao.